Klick Klick Talk, der Fotografie- und Kreativpodcast. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Klick Klick Talk. Heute bin ich nicht alleine. Ich würde sagen, mein Gast stellt sich einfach selber vor, denn es könnte sein, dass die lieben Zuhörer diesen Gast auch noch häufiger hören werden in Zukunft. Hallo, Unbekannter, wer bist du? Hallo Till, ich bin Magnus. Moin. Moin Magnus. jetzt müssten wir natürlich eigentlich auch kurz erklären, was du hier zu suchen hast. Vielleicht machen wir es ganz, ganz kurz und versuchen einmal zu erklären, woher wir uns kennen. Das kann man ganz, ganz kurz damit zusammenfassen, dass man sagt, wir kennen uns aus Greifswald, aus dem Studium. Wir waren zusammen. Ja, nicht direkt aus dem Studium, ne? Von den Medien eher. Darauf wollte ich gerade hinaus. Ja. Genau, von den wundervollen Moritz-Medien. Shoutout an dieser Stelle. moritz-medien.de ist, glaube ich, die Domain. Kann man ja an dieser Stelle auch mal weiterempfehlen. Die brauchen jede Reichweite, würde ich sagen, auch unsere. Daher kennen wir uns im weitesten Sinne. Und Magnus, was ist danach noch so passiert, nach den Moritz Medien? Ja, ein bisschen war es schon noch, ne? Also danach waren wir bei der Uni Greifswald angestellt, haben da zusammen Fotos gemacht, ein paar Videos gemacht. Ja, ein bisschen Unsinn gemacht, wie man das halt so macht, wenn man da arbeitet. Ja. Genau. Und das jetzt qualifiziert uns ja eigentlich schon. Für alles Mögliche. Ich meine, wer für die Uni als Fotograf gearbeitet hat, der ist bestens qualifiziert für alles, was Technikfragen angeht, Fotografiefragen. Also wir sind eigentlich die größten Experten, die es im deutschsprachigen Raum gibt, würde ich immer mal so ganz bescheiden sagen. Und zu dem Zeitpunkt hatten wir auch bei den Sony, von daher besser geht's ja gar nicht mehr. Allerdings, aus diesem Grund wollen wir unser ganzes Wissen, was wir haben, einfach teilen, auf charmante Art. Wir kennen uns bestens aus, das kann man, glaube ich, gar nicht anders sagen. So viel also dazu. Und wenn alles gut läuft, dann, ich weiß nicht, machen wir das häufiger? Ja, warum nicht, ne? Also mal gucken, wie es heute läuft, aber ich sehe da ganz positiv in die Zukunft. Ja, positiv in die Zukunft sehen ist immer wichtig. Das werden wir hier auf jeden Fall tun. Wir wollen gute Laune verbreiten, hoffentlich nicht zu lange. Also ich hoffe, diese Folge sprengt jetzt nicht irgendwie direkt den Rahmen. Wir versuchen uns zu zügeln. Wir brauchen ja auch noch spannende Themen für die kommenden Folgen. Und freuen uns natürlich immer bei Feedback, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Das heißt, ja, an dieser Stelle schreibt uns gerne, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt für Themen, aber auch für Gäste. Wollt ihr jemanden Bestimmtes hören, dann schreibt es uns gerne. Das an dieser Stelle. Ja, also wir haben uns eine ganze Menge vorgenommen für diese erste Folge. Wir haben vorher so ein bisschen Brainstorming gemacht, aber auch nicht zu viel, weil letztlich soll man sich ja eigentlich auch mal ein bisschen treiben lassen, sonst ist es für die Zuhörer auch nicht so schön. Außerdem sind wir ja ganz spontan immer. Wir sind immer ganz spontan, natürlich. Ja, Magnus, wie sieht's denn aus? Worüber quatschen wir denn jetzt heute? Ja, ich würde mal so ganz spontan sagen, dass wir haben mal überlegt, ob wir ein bisschen über Equipment sprechen, was man definitiv braucht, was man definitiv nicht braucht. Ich weiß nicht, ob du da schon einen Tipp hast, was man brauchen könnte. Ja, auf jeden Fall. Also mein größter Tipp für jede Person, die Fotografie begeistert ist, ist auf jeden Fall ein sogenannter UV-Filter. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Du schmunzelst, du nimmst mir das nicht ab, ne? Quatsch. Ich habe tatsächlich dazu, ich muss ja sagen, ich bin so ein bisschen, eventuell habe ich TikTok entdeckt. Nicht nur, weil ich beruflich mit Social Media zu tun hatte, ich habe es halt auch ein bisschen zu sehr entdeckt. Mittlerweile habe ich bei mir auch eine Funktion drin, dass nach einer Stunde am Tag eine Warnung kommt, hey, du machst zu viel TikTok. Und da ist mir in der letzten Woche, das diskutieren wir später nochmal aus, da ist mir letztens ein Video untergekommen, wo jemand ein Objektiv gezeigt hat,
okay, es war ein Sony G-Master 24-70-28. Mhm. Erstmal finde ich völlig legitim, dass man damit im Hammer draufhaut. Was willst du auch sonst mit so einem Scheißobjektiv machen? ich dachte in dem Moment jetzt wirklich, der haut voll auf die Linse drauf. Ich habe das wirklich geglaubt. Und dann habe ich in die Kommentare geguckt und dann war da schon so, ja, alles halb so schlimm, ist ja nur ein UV-Filter gewesen. Und das war tatsächlich so. Und wenn ich so zurückdenke, dann... Also ich habe mir dann jetzt die Woche über, weil ich auch ein kleines Shooting hatte, meine ganzen Geschichten, die im Schrank hier stehen, noch einmal angeschaut, die Objektive, und festgestellt, da sind doch einige, die sind ganz schön lediert, die Filter. Es ist auf jeden Fall empfehlenswert, seine Objektive damit zu schützen, weil unter Umständen kann man so ernsthafte Schäden abfedern. Man muss aber auch ganz klar sagen, es ist letztlich für mich ein unnötiges Gadget und ein wichtiges Gadget zugleich, denn Objektive sind heutzutage so gut vergütet, was heißt heutzutage schon eigentlich immer, seit es gute professionelle Objektive gibt, dass die erstens nicht besonders schnell verkratzen, und wenn sie doch irgendwie verkratzen, dann sieht man die meisten Sachen gar nicht. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist. Du kannst einen riesigen Schnapper machen, wenn du, keine Ahnung, bei eBay Kleinanzeigen oder keine Ahnung, was gibt's noch? Bei im Facebook Marketplace, da kaufe ich meine Sachen immer, oder im DSLR-Forum. Schaut dort an der Stelle, da kaufe ich gerne Sachen. Das ist tatsächlich sehr seriös, kann ich sehr empfehlen. Wenn man da ein Objektiv findet, wo kleine Kratzer auf der Frontlinse sind, das ist absolut scheißegal. Du siehst es auf den fertigen Fotos nicht. Weil der Abstand zwischen Sensor und diesem Kratzer auf der Frontlinse viel zu gering ist, als dass das sichtbar wäre. Also so ein UV-Filter kann sinnvoll sein. Wenn das Objektiv aber scheiße runterfällt und der Filter sich total verkantet, dann ist es auch schwer, den wieder rauszunehmen. Es ist also immer so eine Abwägungssache. So viel zu diesem tollen Thema. Kommt mir bekannt vor, dass man Sachen von der Kamera nicht wieder abkriegt. Worauf spielst du an? Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, da gab es mal so eine Geschichte, wo so ein Objektivadapter nicht mehr von der Kamera runterging. Und ich dann, da waren wir gerade auf der Fähre nach Hiddensen mit der Uni, also mit der Abteilung. Und da ging der Adapter nicht mehr ab. Musste ich den Typen da von der Fähre fragen, ob er eine Zange für mich hat, damit ich die wieder abkriege. Aber es lag ja wahrscheinlich auch ein bisschen daran, das ist halt eine Sony. Also meine Position zu Sony-Kameras ist ganz klar, das sind Computer, also eigentlich auch eher Gameboys, nicht richtige Computer. Oder ich hatte auch mal eine PSP, die hat eine gute, bessere Grafik als so ein Gameboy, mit dem du fotografieren kannst. Ist meine Meinung. Aber ja, weiß nicht, vielleicht ist das tatsächlich ein Grund. Ja, tatsächlich erinnert mich das an die an das Video damals, was Kai und Locke gemacht hatten. Kennst du wahrscheinlich noch? Nee, wer ist das? Wie heißen die nochmal? Die hatten diesen, so einen Foto-Channel. Kaiman Wong und Locke Tse-Chung. Du meinst genau. Digital Ref TV. Ja, damit habe ich meine Jugend verbracht mit diesem YouTube-Channel. Ja, genau. Und da gibt es auch dieses schöne Video, wo er völlig bekloppt durch die Gegend rennt und mit seiner Kamera, beziehungsweise mit seinem Objektiv gegen jeden Baum rennt und dann sagt, ach, ja, zum Glück war da ein UV-Filter vor. Ja, es gibt auch das war auch seine Empfehlung dafür, einen UV-Filter drauf zu haben. Es ist auf jeden Fall sinnvoll, aber man sollte es halt mal abwägen, weil so ein Filter, der nicht mehr abgeht, oder auch halt ein blöder Adapter. Gut, das mit dem Adapter ist jetzt eine andere Geschichte gewesen, aber ja, man muss halt wirklich aufpassen bei solchen Geschichten. Ich fand's auch lustig. Sehr beliebt sind die Filter, wenn man Vaseline drauf schmieren möchte, um es ein bisschen weich zu zeichnen. Das muss man dann nicht unbedingt auf der Linse machen. Ja, das auch ist von Kai, eine super Idee. Gelernt, ne? Man kann aber natürlich auch einfach einen wunderschönen Black Pro Mist Filter kaufen. Aber das ist mittlerweile ja kein Geheimtipp mehr. Also ich glaube, jeder zweite deutsche Fotograf arbeitet mit diesem tollen Filter und hat dann das Gefühl, dass diese Fotos total vintage wirken. Ist auch in Ordnung. Hast du so einen Filter? Ich glaube, ich bin einer von den zwei, der einen hat, ja. Und benutzt du die? Ich habe sie relativ häufig drauf, aber ich fotografiere eigentlich dann auch gerne mal ohne wieder. Ja, also es ist, finde ich, so ein Ding, man hat sich schnell daran satt gesehen. In bestimmten Situationen ist es halt echt ganz schön, aber man muss es nicht übertreiben. Ja, also sehr empfehlenswert, gerne mal danach schauen. Black Promised Filter.
Jetzt reden wir schon so viel über Fotografie. Ihr merkt auch, das ist ein Thema, das begeistert uns beide sehr. Aber wir sind ganz grundsätzlich einfach sehr, sehr technikverliebt. Ein wenig nerdig unterwegs. Ich hoffe auch noch ein wenig nerdiger als vorher. Das ist unser großes Vorhaben, was wir hier haben. Magnus begeistert mich mal wieder mit so Links, die er mir schickt, mit irgendwelchen Screenshots, wo ich mich frage, woher hat er das schon wieder? Das bringt mich zu der Vermutung, dass Magnus manchmal ziemlich tief im Netz unterwegs ist. Ich weiß nicht, ob man das schon Darknet nennen kann, was du da so treibst, aber vielleicht kannst du das mal selber beschreiben. Also Reddit war vorher so eine Seite, die ich vor dir viel zu wenig besucht habe, muss ich sagen. Und ich tue es auch immer nicht so, immer noch zu wenig. Ja, es lohnt sich tatsächlich. Also man kann sich da echt verlaufen. Reddit hat halt noch den Vorteil, dass du nicht unbedingt Personen folgst, sondern eher Themen. Das, ja, meine Damen und Herren, war gerade eine Erklärung von Reddit. Also, man nimmt ja noch was mit. Das ist ganz toller Wissenstransfer, den wir hier betreiben. Mhm. Nee, da gibt es halt echt immer wieder lustige Themen. Und jetzt spann uns nicht so auf die Folter. Ich finde es gerade ein bisschen schwierig, da einen einzigen Screenshot rauszusuchen. Vor allen Dingen weiß ich jetzt gerade nicht, wie ich den zeigen soll. Tja, meine Damen und Herren, das ist nämlich hier eine große Kunst. Wir machen den ersten Podcast, der bei Spotify abrufbar sein wird, bei dem man Screenshots sehen kann. Nein, Scherz. Nee, ich habe hier so einen schönen Screenshot von einem TikTok. Und da ist eine USA-Flagge mit der blauen Linie drin in der Mitte, ne? Also hier Thin Blue Line, diese und Cops unterstützer Flagge. Und das TikTok geht dann darüber, das nächste Mal, wenn du jemanden mit so einer Flagge siehst, mit so einer DIY-Pride-Flag, hilf denen doch mal, indem du die auskolorierst. Und dann haben die den Rest der Flagge dann noch auskoloriert und daraus ist eine Regenbogenflagge gemacht. Finde ich eine sehr schöne Idee. Könnte man eigentlich öfter mal machen. Allerdings. Also wir haben noch nicht die Frage geklärt, wie man diesen Screenshot jetzt sehen kann. Das ist relativ einfach, denn es gibt ja immer diese wunderschönen Shownotes. Bei jedem vernünftigen Podcast gibt es die und auch wir geben uns natürlich redlich Mühe, dass wir in unseren Shownotes ganz viel verlinken und unter anderem natürlich auch diesen Screenshot. Ist doch ganz logisch. Das ist ja unsere Serviceleistung für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ei, jetzt hat das mir gerade auch nochmal geschickt. Das ist wirklich ziemlich geil. Ich bin zwar nicht so tief im Darknet unterwegs, aber vielleicht schaffe ich es bis nächste Woche auch mal, irgendeinen Screenshot rauszusuchen. Ich habe letztens auch erst entdeckt, wie sowas geht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wusste das vorhin auch gar nicht, dass man sowas mit so einem iPhone machen kann. Da sind ja eh die Funktionen alle so beschränkt. Ja, ist ein anderes Thema für eine andere Folge. Ja. Wo wir gerade. Aber wenn du schon das iPhone ansprichst, ich weiß nicht, hast du ein unnötiges Gadget, was du mal vorstellen möchtest? Außer dem iPhone. Du sprichst eine wunderschöne Kategorie an, die wir natürlich nicht vorbereitet haben. Doch, wir haben sie vorbereitet. Und zwar gibt es auf dieser Welt wahrscheinlich viel zu viel dummen Elektronikkram und auch nicht Elektronikkram, den wirklich keiner braucht, aber es ist schön. Es gibt auch so eine tolle Seite, die ich mal entdeckt habe, ist vielleicht auch so ein kleiner Geheimtipp, nennt sich wish.com. AliExpress ist auch so eine Seite. Es gibt diese Seiten, aber auch, es gibt auch deutsche Anbieter. Und ich habe mich ja wirklich schwer getan mit einem wunderschönen Link für unsere erste Folge, erste gemeinsame Folge. Aber ich denke, Magnus, ich weiß, dass du gerne Fahrrad fährst. Was ist etwas, was aus deiner Sicht an jeden vernünftigen Fahrradlenker gehört? Naja, da wir hier natürlich nicht zu gefährlichen Sachen aufrufen wollen, natürlich immer zwei Hände und ansonsten eine Klingel. Sehr gut. Also Magnus kennt sich nämlich auch sehr gut mit den rechtlichen Geschichten rund um das Fahrradfahren aus. Also genau, zwei Hände sollten mal am Lenker sein. Man sollte möglichst nicht betrunken sein. Und die Fahrradklingel ist tatsächlich ein guter Punkt. Ich schick's dir einfach mal. Und zwar gibt es eine wunderschöne Fahrradklingel mit LED-Leuchte. Soweit nicht besonders. Aber in einer Biker-Enten-Optik. Das ist also eine wunderschöne gelbe Quietsche-Ente, die einen Bikerhelm aufhat und dazu sogar noch auf diesem Helm einen kleinen Propeller. Finde ich mega. Und ich glaube, damit ist man auch noch so ein bisschen der Hingucker.
wenn man halt mit seinem Fahrrad unterwegs ist. Ja, das ist aus meiner Sicht ein wunderschönes Gadget. Kostet, je nachdem, wo man bestellt, 3,39 €. Das finde ich, das ist ein Schnapper. Das kann man schon mal machen. Und damit kann man jedes Fahrrad auf jeden Fall verschönern. Es gibt, ich sehe gerade diese Ente auch noch in unterschiedlichen anderen Optiken. Ja, was sagst du dazu? Habe ich mir jetzt Mühe gegeben mit dem ersten Gadget? Bist du enttäuscht? Bist du begeistert? Also ich kann es dir nicht so richtig ansehen. Also ich war noch ein bisschen skeptisch, aber als du dann gesagt hast, dass sie noch einen Propeller auf dem Helm hat, dann brauche ich jetzt gleich den Link, um die zu kaufen. So läuft es nämlich hier. Also in erster Linie sollen natürlich wir gegenseitig davon profitieren von diesen schönen Gadgets und wir hoffen natürlich, dass unsere Zuhörer auch immer was mitnehmen. Ja, also vielleicht können wir sogar ein ganzes Leben verändern. Vielleicht deckt irgendjemand seine geheime Leidenschaft für Quietscheenten nur dadurch, dass wir diesen Podcast machen. Hast du auch ein tolles Gadget vorbereitet? Hast du irgendwas, was spannend ist? Tatsächlich jetzt nicht unnötig. Aber was ich tatsächlich ein gutes Gadget auch fürs Fotografieren, um darauf nochmal zurückzukommen, finde, ist die Tourbox Elite. Die habe ich mir tatsächlich über Kickstarter gekauft. Was zur Hölle ist das denn? Das ist sowas ähnliches wie Loop Deck, was so verschiedene Shortcuts und Dials hat, mit denen du bestimmte Funktionen in Photoshop, Lightroom oder Premiere nutzen kannst. Also im Grunde genommen so eine extra Tastatur. Nur halt extra dafür designt, dass du ja kreative Programme nutzen kannst oder Kreativprogramme. Okay, kannst du ein Beispiel nennen? Was machst du damit jetzt? Also ich habe sie jetzt so eingerichtet, dass ich in Lightroom relativ schnell die Bilder durchscrollen kann, die eine Auswahl hinzufügen kann oder einzelne Änderungen vornehmen kann. Man verändert ja in der Regel nicht bei jedem Bild jede Einstellung nochmal neu, sondern kopiert die Einstellung und fügt die wieder ein und verändert dann noch so einzelne Sachen. Und das habe ich mir jetzt alles auf den Shortcut gelegt und im Grunde genommen brauche ich Tastatur und Maus jetzt nicht mehr, wenn ich Fotos bearbeite. Ja, das ist schon geil. Das heißt, du sparst richtig Zeit. Genau. Ja, also ihr seht, wohin diese Kategorie so führen kann, zu Dingen, die wirklich hilfreich sind. Hast du gesagt, wie viel Taler dieses Ding kostet? Habe ich nicht gesagt, weiß ich jetzt auch nicht mehr, weil das schon relativ lange her ist, dass ich das mal bei Kickstarter geholt habe. Versucht man zu verheimlichen, dass man sich wieder scheiß teuren Kram gekauft hat. Ich hoffe, du benutzt es lang genug. Das ist ja immer so das Problem bei solchen Gadgets. Wo wir bei Gadgets sind, die man lange benutzt oder auch lange nicht mehr benutzt hat. Ich habe letztens eine wunderschöne Kiste mit so Kleinkram, Elektronik-Kleinkram, da sind so Kabel-Adapter, UV-Filter und so drin. UV-Filter richtig drin. Und unter anderem war da auch ein alter iPod Nano drin. Also so ein, keine Ahnung, von 2007. Der hat einen Wasserschaden gehabt, deshalb hat das Display nicht mehr so richtig funktioniert. Mittlerweile ist der Akku auch ziemlich runter. Ich habe dann irgendwo noch so ein Kabel gefunden dafür, habe ihn kurz wiederbeleben können. Welcher Anschluss ist denn das noch? Das ist, keine Ahnung, das ist ein Pin-Connector von Apple. Ich weiß gerade nicht den richtigen Namen. Und passend dazu habe ich diese Woche ein YouTube-Video gesehen von, kann man auch mal sagen, Own Galaxy, so heißt der Kanal, ein deutscher Kanal. Da ging es sozusagen darum, da hat sich einen iPod Classic geholt und meinte irgendwie, ja, das wäre jetzt irgendwie voll so sein Ding, so was Entschleunigung angeht. Er hätte seine komplette CD-Sammlung digitalisiert und würde jetzt über diesen iPod Classic hören. Also der iPod Classic ist ja sozusagen das Flaggschiff gewesen, wenn man so will, dieser iPod-Serie. Und also ich muss sagen, ich finde den iPod Classic, das war immer so ein Ding, den wollte ich früher haben. Ich finde ihn auch heute noch wahnsinnig ästhetisch. Auf meinem iPhone benutze ich, also das Äquivalent zur ehemaligen iPod-App ist ja die Apple Music-App, benutze ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Nur noch Spotify. Das ist ja sozusagen auf so einem iPod auch gar nicht verfügbar, außer vielleicht auf dem iPod Touch, der jetzt auch bald ausläuft. Ich glaube, man kann den bald nicht mehr bestellen bei Apple, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Wie siehst du das? Ist das so ein Retro-Trend, sich so ein Gerät zu holen? Würdest du dir so ein schön, wunderschön iPod holen? iPad. Ich habe tatsächlich immer mal wieder drüber nachgedacht, mir ein extra Gerät zu holen, um Musik zu hören. Aber das Problem ist halt, wer hat noch MP3s? Ja, richtig. Also ich wüsste jetzt nicht, welche Musik ich da drauf laden könnte, die ich überhaupt habe. Ja. Also ich habe hier noch CDs liegen, aber ich habe halt nicht mal mehr einen CD-Spieler. Ja.
Also, ja, das Design kann man schön finden. Ja, aber was willst du damit noch? Naja, also man kann ihn ja Ist. zumindest richtig schön aufpimpen. Also es gibt wunderschöne Tutorials. Also wer noch einen iPod, einen älteren iPod da hat, ich glaube mit den Classic-Varianten geht das ganz gut. Da kann man tatsächlich mittlerweile einfach diese Festplatte, die da drin ist, ausbauen und da quasi so eine Art SD-Karte, SSD oder so einsetzen, sodass dieses Ding dann keine beweglichen Teile mehr hat und dann auch letztlich wieder schneller funktioniert und vielleicht auch ein bisschen langlebiger dann ist. Das finde ich ganz spannend. Also Was, irgendwann. was? Ja? Ja. Nee, Sache. So, diese wunderschöne Situation, die man aus dem echten Leben kennt, die im Podcast immer ein bisschen befremdlich klingt, als Zuhörer. Ja, also es ist, glaube ich, eine wunderschöne Möglichkeit, um diesem Gerät noch so ein bisschen weiter Leben einzuhauchen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es machen würde, aber so an sich dieses Gerät einfach nur um es da zu haben, ist es, glaube ich, schon cool. Ja, es gehört dann fast in Ja, so einen wenn ich Bilderrahmen. habe mir gerade nicht einmal so einen Preis angeguckt für ein iPod Classic mit 160 Gigabyte. Für den Preis würde ich es jetzt nicht unbedingt machen wollen. Wie Also viel denn? 360 Euro Für finde ich ein jedes Gigabyte ein bisschen. Euro oder nicht? Ist doch in Ordnung. Was hast du denn? Ja, Nee, es ist mittlerweile mehr echt als eine 2 krasse Euro pro Wertanlage. Gigabyte. Ach so, ja. So, das ist nämlich auch so ein Ding. Deshalb habe ich mir jetzt mal einen geholt. Mathe ist nicht so meine Stärke. Ja, nee. Also, diese Dinger sind teuer geworden. Es ist halt wirklich dieser Retro-Faktor. Also, ich weiß nicht, was dieses erste iPhone kostet, was da lustigerweise eigentlich iPhone 2G heißt. Ich weiß, es gab sogar mal eine 4-Gigabyte-Variante. Die ist relativ selten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber vielleicht erzähle ich jetzt auch gerade Blödsinn. Das ist echt gefragt, wenn man das auch irgendwo bekommt und es funktionsfähig ist. Und es gibt da so einen Dienstleister. Ich habe mittlerweile auch so Tutorials gesehen, um das selber zu machen, nur mal in so einem Bilderrahmen. Also so ein komplettes iPhone ist das meistens, findet, was halt komplett auseinandergebaut ist. Und dann sind da diese ganzen einzelnen Kabel und Bauteile und da sind immer noch beschriftet, damit du auch halt siehst, okay, das hier ist die Kamera, das ist der Vibrationsmotor, das ist der Akku und so weiter und so fort. Und ich finde, diesen Ansatz, das könnte ich mir gut mit so einem iPod vorstellen. Dazu musst du letztlich auch keinen funktionsfähigen haben, was vielleicht ein bisschen günstiger ist als die 160 Euro oder was du dazu gerade meintest. Also, findest du sowas stylisch? So ein elektronisches Gerät in so einem Bilderrahmen? Spricht mich jetzt irgendwie nicht so an. Also wenn, dann würde ich es eher als Gesamtes so haben wollen und Hm. nicht so aufgeteilt. Weiß ich nicht. Ja, Also. also wir sind nehmt gerne mal Bezug, wie es so schön in einem anderen kleinerem deutschen Podcast heißt. Würde mich auf jeden Fall interessieren, wie das so ausschaut. Ob ihr das was Ja, interessant findet. interessant fände ich das tatsächlich auch, aber ich würde es mir jetzt nicht an die Wand hängen. Ja, gut, So okay, was dauerhaft. hängt denn sonst an der Wand? Natürlich nur Bilder von uns früher. Ja, okay. Da kann ich jetzt nicht Und kontern, da kann ich natürlich jetzt nicht der. kontern. Nein. Aber was war denn die Musik, die du damals auf deinem iPod drauf hattest, bevor der Wasserschaden kam? Puh, das ist eine gute Frage. Außer Spice Girls. Die Spice Girls, waren die mit dabei? Also ich glaube, selbst die habe ich in meiner iTunes-Bibliothek gehabt. Ich habe eine sehr, sehr gute iTunes-Bibliothek gehabt, weil ich von meinem Onkel, ich wollte gerade sagen damaligen Onkel, aber er ist nach wie vor mein Onkel und er lebt auch nach wie vor, alles cool. Der hat mir immer ganz viele tolle CDs mitgebracht. Irgendwann habe ich dann auch direkt mit dem USB-Stick bei ihm alles Mögliche raufgezogen und ich glaube, da waren auch die Spice Girls bei. Alles Sicherungskopien. Alles Sicherungskopien, selbstverständlich, es sind Sicherungskopien gewesen, die ich dann zur Sicherheit auch auf meinen Rechner übertragen habe. Ich glaube, wir reden da über das Jahr 2007. Das sollte jetzt mittlerweile egal sein. Ja, was habe ich da gehört? Also ich habe heute was von Rock am Ring gesehen im Livestream. Müsste jetzt nicht näher darauf eingehen, warum ich ein RTL Now Abo habe, aber eventuell habe ich das. Es heißt RTL Plus mittlerweile. Aber auf jeden Fall. So ist das halt, wenn man zu zweit in einem Haushalt lebt, da muss jeder was zu beitragen. Bei mir ist es halt dieses Abo. Und da gibt es auch Rock am Ring und da war unter anderem heute die Möglichkeit, dass man sich The Offspring anschauen konnte. Habe ich damals sehr, sehr gerne gehört, klingt aber heute irgendwie nicht mehr so geil, muss ich sagen. Ja, aber das war, glaube ich, auf jeden Fall auf meinem iPod drauf.
Was war auf deinem iPod drauf? Hattest du einen? Oder hattest du? Ich hatte keinen iPod. Ich hatte noch diese Zoom oder wie hieß dieses Ding von Microsoft? Ich wollte gerade sagen, dass ich einen Zoom mir als Bild aufhängen würde, aber wollte ich dann doch lieber nicht sagen. Nee, ich hatte diese No-Name-Produkte, die so mit so einem mit so einer kleinen Mikro-Batterie liefen und dann so 256 MB hatten. Aber ich weiß nicht mehr, welche Musik ich da drauf hatte. So ein Ding hatte ich auch, ganz zu Beginn. Aber du hast keine Ahnung, welche Musik. Damals hatte ich mir da so Sicherheitskopien von YouTube-Videos geholt. Ja. Und ich glaube, eins, was dabei war, war von Avantasia. Ja. Das sagt mir jetzt überhaupt nichts. Das ist tatsächlich auch nur, habe ich seitdem auch kaum noch gehört, ist irgendwie irgendein Typ, der Metal aus Deutschland macht. Also relativ schöne Musik. Ist, glaube ich, auch mehr was für Micha, der jetzt wahrscheinlich auch gerade zuhört. Genau, so läuft es nicht bei uns. Wir sind noch ein Podcast mit Service und so immer es möglich ist, kümmern wir uns darum, dass unsere 5 Hörer, die wir sicherlich haben werden, auch direkt angesprochen werden. Also Micha, das könnte was für dich sein. Und jetzt fragt Micha sich sicherlich, wie kommt er denn daran? Wir haben die Shownotes, aber was Magnus und ich natürlich auch noch nicht besprochen haben, aber was man einfach mal spontan so bestimmen kann, ist, wir haben natürlich eine wunderschöne Click-Click-Talk-Playlist, die wir in Zukunft befüllen. Da packen wir all das rauf, was zur Folge jeweils passt. Das heißt, ihr werdet da auf jeden Fall jetzt schon einen wunderschönen Song von den Spice Girls sehen können, nehme ich an. Magnus, sag mal kurz, welcher Song, mit welchem Song er am meisten verbinden kann von den Spice Girls. Oh, das ist echt schwierig, da gibt es so viele. Moment. Das ist halt genau das Ding, Magnus überlegt jetzt kurz und das ist auch vollkommen in Ordnung. Das ist erlaubt, auch in einem Podcast, man muss nicht mehr sofort eine Antwort haben. Ich weiß nicht. Ich musste tatsächlich gerade mal nachgucken, welche Lieder ich da bei Spotify bei mir von den Spice Girls Hub. Es gibt natürlich auch noch Apple Music und Amazon Music und YouTube Music. Ja, und aber das nutze ich Lisa. Nicht. Nee, tatsächlich sind das mehr Lieder, die ich hier drin habe, als ich gedacht hätte. Wannabe ist natürlich das bekannteste. Dann packen wir das doch auf die Liste. Wir müssen nicht immer irgendwas versuchen, uns beliebt zu machen, was total unbekannt ist. Wannabe von den Spice Girls werde ich auf jeden Fall da drauf finden. Und dann natürlich die wunderschöne Empfehlung von Magnus, die ich jetzt schon wieder, wie irgendwas mit Avantasia, ist das richtig gewesen? Avantasia. Ja, ja, natürlich. Sofern es die in diesem Spotify-Universum gibt, werdet ihr das sicherlich gibt auch finden. Es. Irgendwas von The Offspring packe ich sicherlich auch noch drauf. Da ist doch sicherlich auch noch was drin. So viel dazu. Also, ihr seht schon, ihr bekommt oder ihr hört schon, müsste ich ja vielmehr sagen, das ist viel richtiger, einen komplett bunten Blumenstrauß. Alles Mögliche gibt es hier in diesem wunderschönen Podcast Click Click Talk in Zukunft, in dem wir zu zweit sind. Vielleicht holen wir uns auch mal Gäste. Hast du schon Ideen für Gäste? Oh, Ideen habe ich da auf jeden Fall. Ja, hau mal raus. Also, vielleicht fühlen die sich ja angesprochen, wenn die das jetzt hören. Na, ich denke mal, der eine Typ da, der schon mal in dem Podcast war, ich weiß jetzt gerade nicht, wie er heißt. Ich Ach so, glaub, dieser, der dieser, ist auch aus Greifswald, ne? Ja, stimmt, der. Ja, genau, ja, dieser eine Typ aus Greifswald, der schon mal in diesem Podcast war, ja. Ja, das war natürlich ganz spannend. Also auf jeden Fall werden wir nach wie vor so einen kleinen Greifswald-Bezug haben. Wir geben uns aber auch große Mühe, das auf jeden Fall auf Deutschland auszuweiten und vielleicht sogar noch darüber hinaus. Wir wollen expandieren, was die Gäste angeht, das kann man auf jeden Fall so sagen. Also seid gespannt. Aber dazu müssen wir natürlich Feedback von euch haben. Es nützt alles nichts. Wir freuen uns, wie gesagt, auf alles, was ihr zu unseren Folgen beizutragen habt. Schreibt uns gerne direkt einfach bei Insta. Am besten Magnus oder mir auf unserem wunderschönen, mehr oder weniger halb privaten, halb öffentlichen Profilen. Mhm. Weiß ich, haben wir es nötig, ein eigenes Profil für den Podcast zu machen? Nee, ne?
Erst wenn wir mehr als drei Zuhörer drin haben. Erst wenn wir mehr als drei Zuhörer haben, das sehe ich auch so. Ja. Genau, und Podcast-Freundschaften haben wir natürlich auch vor. Also das kann man aber auch in der Form so sagen. Es gibt einen sehr, sehr netten Podcast, der nennt sich Männerabend für Frauen. Wird von Dustin und Alex gemacht. Die beiden sind, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, einen Ticken seriöser unterwegs als wir, etwas fokussierter. Das ist jetzt ein Niveau, das können wir noch nicht so halten. Aber an der Stelle gehen Grüße raus an die beiden und wer weiß, vielleicht hören die das ja sogar, vielleicht auch nicht. Können ja mal Bezug nehmen. Freuen wir uns ja, auf jeden Männer Fall. Männerabend-Podcast auf Insta. Genau, Männerabend-Podcast auf Insta. Und wie gesagt, das ist mehr oder weniger so eine kleine intellektuelle Runde zu zweit, würde ich das jetzt einmal mal bezeichnen, für Leute, die diesen Podcast nicht kennen. Auf jeden Fall eine große Empfehlung an der Stelle. Kann man aber mal so sagen. So. Haben wir noch irgendwas, worüber wir quatschen können? Wir haben schon fast eine halbe Stunde rum. Das ist Wahnsinn, wie die Zeit vergeht hier, wenn man zu zweit ist und keine Selbstgespräche führt. Hattest du irgendwas, irgendeine Location, die dir in der letzten Woche eingefallen ist, wo du immer mal hin wolltest und Fotos machen? Ja. Oder einfach mal so sein und dir das angucken? Gutes Thema, ja, Locations. Ja, also ihr habt schon gemerkt, wir wollen nach wie vor über Fotografie sprechen, wobei Locations ja auch spannend sein können, wenn man nicht so sehr die Kamera dabei hat. Leute, die meine Fotos im Laufe der letzten Jahre so ein bisschen verfolgt haben, werden wissen, dass ich sehr, sehr gerne botanische Gärten besuche. Ist jetzt insofern sicherlich kein Tipp, den ich hier geben kann. Aber ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Schaut mal, ob in eurer Gegend irgendwo ein botanischer Garten ist. Vielleicht auch ein Gewächshaus. Das ist, glaube ich, mehr so das Ding. Sogenannte Tropenhäuser. Ja, Gewächshäuser sind echt schön. Genau, sind sehr, sehr schön. Ich war jetzt im März in Kopenhagen. Da warst du, glaube ich, auch schon. Ja, genau. Ja, also das finde ich, das ist schon so eine Location, die kann ich sehr empfehlen. Und wenn ich jetzt so hier an die Gegend denke, also ist ja nun auch öffentlich einsehbar, hier wohnen in Stade und hier in Stade gibt es einen wunderschönen Strand, der ist in Abbenfleet. Für alle Leute, die hier aus der Gegend kommen, es ist ein wirklich sehr, sehr schöner Strand, der auch eher vergleichsweise naturbelassen ist, an der Elbe. Das ist so eine kleine Location hier für die Gegend, die ich auch mal so empfehlen kann, jetzt gerade, wo die Abende wieder ein bisschen länger werden, wo das, wo die Temperaturen ein bisschen lauer sind und so fort. Da ist es dann, glaube ich, ganz nett. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Wir haben dabei mit den beiden Jungs von Männerabend für Frauen ja auch gedreht im letzten Jahr für eine Geschichte, die für Mission Lifeline dann quasi Spenden mehr oder weniger gesammelt hat. Habe ich auch einen tollen Tipp? Der Gespensterwald. Kennt jemand den Gespensterwald? Ja, echt schöne Sache. Ja, also ist jetzt nicht auch kein großer Geheimtipp, aber ehrlich gesagt würde ich da gerne mal langsam wieder hin. Der wunderschöne Gespensterwald in Nienhagen an der Ostsee, Nienhagen liegt bei Rostock. Das ist ein Küstenwald, der im Laufe der Jahre, glaube ich, einfach dann so gewachsen ist, wie er wächst. Liegt direkt an der Steilküste und hat dadurch halt dieses besondere Flair. Also das ist auch so eine Location, die lässt mich nicht los. Ich bin sehr gerne dort, ich gucke mir aber auch genauso gut und auch genauso gerne Bilder an von sämtlichen anderen Fotografen. Und dann zum Beispiel von Martin Kehlert, jemand aus Greifswald, habe ich tatsächlich vorhin erst geguckt. Und ich muss sagen, der hat wunderschöne herbstliche Bilder aus dem Gespensterwald gemacht. Und der war vor allem schon mal früh morgens da. Zum Sonnenaufgang habe ich es bisher noch nicht geschafft. Ja, ist natürlich auch mit der Anreise ein bisschen schwieriger momentan, aber. Ja, das stimmt. Ist echt eine schöne Location. Anreise, spielst du auf das 9-Euro-Ticket und die vollen Züge an, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, ob man da mit dem Zug gut hinkommt. Nienhagen? Ich glaube, das ist echt schwierig. Da muss man dann, glaube ich, mit dem Bus noch weiterfahren. Ja, mit dem Bus auf jeden Fall, ja. Und ich glaube, die Bushaltestelle ist dann noch so 1-2 Kilometer entfernt. Ja, also laufen muss man auf jeden Fall, das muss man so ein bisschen einplanen, wenn man da ist. Aber so ist das halt, wenn man auch an wunderschönen Naturspots will. Ja. Die sind halt nicht immer perfekt erreichbar. Aber das macht es ja auch aus. Und ich glaube, morgens ist da auch nicht so viel los. Tagsüber, muss ich sagen, war es mir das ein oder andere Mal schon fast ein bisschen zu voll. Da ist wirklich viel los. Da ist ja auch ein normaler Strand. Das heißt, nicht alle kommen, um diesen tollen Wald zu sehen und zu fotografieren. Da kommen auch viele einfach, um abzuhängen. Oder um eine Fahrradtour durch den Wald zu machen. Also nicht nur durch den Wald. Ich denke mal, da geht es dann noch ein bisschen weiter.
der Gespenster war an der Stelle mal ein wunderschöner Location-Tipp. Hast du eine Location, die du empfehlen kannst? Frage ich mal zurück. Ja, empfehlen. Also mir ist da eingefallen, das Gewächshaus in Greifswald, das macht jetzt diesen Monat wieder neu auf. Und ich glaube, da lohnt sich ein Besuch dann auch immer mal wieder. Da bin ich echt neidisch. Das letzte Mal, als ich da war, sah schon echt gut aus, aber ich kam natürlich nicht rein. Ja, Shoutout an der Stelle an die lieben Kollegen und Kolleginnen aus der Pressestelle der Uni Greifswald. Kann man ja auch mal einfach so sagen. Hochschulkommunikation, Entschuldigung, Hochschulkommunikation. Wie konnte mir das so passieren? Die sich natürlich auch wahrscheinlich darum kümmern werden, dass dieser wunderschöne botanische Garten bzw. das Gewächshaus dann auch entsprechend beworben wird, wenn das ganze Ding dann eröffnet wird. Da bin ich echt neidisch, da würde ich gerne hin. Ja, also das ist wirklich echt einer meiner Lieblingsorte immer gewesen. Jetzt ist es ein bisschen schwieriger, vor allem, weil wir wahrscheinlich unseren Hund mitnehmen werden das nächste Mal in Greifswald, aber ich schleuse Frieda dann einfach mit rein, ist mir scheißegal. Auch wenn ihr da nicht rein darf, das ist mir komplett egal. Vielleicht kann ich an der Stelle mal kurz offiziell anfragen, also falls das jemand aus der Hochschulkommunikation hört in Greifswald, liebe ehemalige Kolleginnen und Kollegen, ich habe hier Frieda, die ist ein ganz lieber Hund, eine ganz liebe Hündin vielmehr und die würde gerne mit in den Botanischen Garten. Die benimmt sich auf jeden Fall auch, also vielleicht könnten wir an der Stelle mal über diese Hausordnung, die es gibt, hinwegsehen. Würde mich sehr freuen. Gibt dann auch schöne Fotos von Frieda im Botanischen Garten. das auf jeden Fall. Freihaus. Ja, also der Botanische Garten ist jetzt ein wunderschönes Thema gewesen, was mich so ein bisschen in die Richtung bringt, auch mal über Inspiration zu sprechen. Wer haben uns vorgenommen, auch immer so ein bisschen den Hirnschmalz unserer Hörerinnen und Hörer anzuregen und wollen das damit tun, dass wir immer mal wieder wunderschöne Instagram, TikTok, YouTube, was auch immer Tipps weitergeben, die wir besonders schön finden. Hast du da irgendwas für mich diese Woche? Ja, tatsächlich hatte ich gerade heute erst ein Video geguckt und zwar ist das die Rede, die Ed Helms in Cornell 2014 gehalten hat, zu den Leuten, die da ihren Studienabschluss gemacht haben. Ich weiß nicht, ob alle hier Ed Helms kennen. Der hat in The Office mitgespielt, Andy Bernard. Und diese Rolle, die er da spielt, also der Charakter, der hat in Cornell studiert. Und das ist halt auch ein ziemlich großes Thema immer wieder, dass er bei Cornell studiert hat. Dementsprechend ist das relativ lustig, dass er diese Rede da hält und er sagt halt so zum Abschluss, Studienzeit ist eine schöne Zeit, weil man sich da so schön inspirieren lässt, man geht zu verschiedenen Vorlesungen, zu denen man sonst so gar keinen Bezug hat und dadurch ist das halt eine schöne Zeit, aber man soll doch auch danach einfach so weitermachen, man soll sich weiter inspirieren lassen, soll weiter zu Sachen gehen, die einen interessieren, auch wenn sie nichts mit dem Beruf oder so zu tun haben. Und ich glaube, das können wir auch mal in die Shownotes packen, auch mit dem Timestamp, wo er das sagt, weil das ist insgesamt eine echt schöne Rede. Und jetzt komme ich mir mit meiner Inspiration so komplett klein vor. Das ist ein wunderschönes Opening für diese tolle Kategorie gewesen. Vielen Dank. Ich stolper immer wieder bei Insta, aber auch bei YouTube über die Sachen von Tobias Holzweiler. Ich stehe total drauf, Fotografen und Fotografinnen weiterzuempfehlen. Also tue ich das hier mit den wunderschönen YouTube-Channel von Tobias Holzweiler. Packen wir logischerweise auch in die Shownotes. Und der hat eine wunderschöne Leica M6. Kenner werden wissen, die Leica M6 ist eine analoge Messsucherkamera von Leica, die in gewisser Weise schon fast ikonisch ist, sowohl was ihr Design angeht, aber auch was so ihr Standing innerhalb der Analog-Fotografie-Community angeht. Und der macht wunderschöne Vlogs, wo er letztlich, zum Beispiel war er jetzt letztens in den USA und hat da unter anderem dann an diversen Locations wunderschöne Fotos gemacht und das dann auch mal ein bisschen mit Bewegtbild von dem jeweiligen Ort verbunden. Finde ich sehr, 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 sehr schön, weil man halt auch mal noch so ein bisschen das Drumherum zu den wunderschönen Fotos hat. Das finde ich an dieser Technik ganz schön. Ich nehme mir das mal vor, aber ich vergesse es immer eigentlich dann die Kamera mitzunehmen, wenn ich mit meiner analogen Kamera unterwegs bin. Analoge Fotografie, übrigens auch so ein Thema, worüber wir mal sprechen könnten. Falls das interessant ist, ich
denke, da gibt es auch den ein oder anderen Experten, Expertin, die wir uns mal reinholen können. Ich habe da schon so gewisse Personen, die mir gerade in den Kopf schießen. Also, wenn das ein Thema sein sollte, was spannend ist, liebe Hörerinnen und Hörer, dann lasst uns das gerne wissen und dann nehmen wir das auf jeden Fall mit auf unsere Agenda. Ja, ich weiß nicht, Magnus, hast du noch irgendwas Wunderschönes zu sagen, bevor wir diese Folge schließen? Oh, nö, tatsächlich nicht. Ich habe gerade überlegt, habe schon für die nächste Woche überlegt, beziehungsweise für den nächsten Podcast. Aber für den nächsten Podcast? Das heißt, du gehst jetzt fremd, du gehst auch in eine andere, oder nee, für unsere nächste Folge. Für die nächste Folge natürlich. Also ihr seht, wir sind schon heiß. Magnus scharrt schon mit den Hufen, könnte man quasi sagen. Sogar Geräusche gibt es bei uns. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr bis hierhin mitgehört habt. Macht doch gerne mal einen Screenshot, wenn ihr jetzt gerade auf eurem Mobile Device hört. Aber natürlich auch, wenn ihr auf eurem Smart TV, auf eurem Laptop oder iPod, wo auch immer hört, oder auf eurem iPod, dann auf jeden Fall macht auf jeden Fall einen Screenshot, bitte. Besonders auf dem Shuffle. Und verlinkt uns auch gerne, wenn ihr diesen Screenshot irgendwo posten solltet. Das würde uns auf jeden Fall mal interessieren. Vielleicht gibt's oder schickt uns den privat, wie auch immer. Wir wollen sehen, ob ihr diesen Podcast hört. Das ist auf jeden Fall sehr spannend für uns, auch so aus Marktforschungsgründen, muss man da dazu sagen. An der Stelle vielen, vielen, vielen Dank. Bis hierhin vielen Dank, Magnus, an dich und auf viele, viele weitere schöne Folgen. Eine schöne Tradition, die ich woanders schon mal gehört habe, die ich auch ganz schön finde. Das letzte Wort an dieser Stelle hat natürlich der wunderschöne und extravagante und tolle und lieber Magnus Schuld. Achso, bei dem Intro hatte ich jetzt gedacht, du spielst auf dich selber an. Aber ja, letzte Worte sind ja immer so ein schwieriges Thema. Von daher würde ich einfach mal sagen, danke, dass ich da sein durfte und bis zum nächsten Mal.